Willkommen zu Scudetto TV, diesmal etwas anders. Diesmal machen wir einen kleinen Stammtisch-Talk und ich bedanke mich natürlich recht herzlich jetzt schon bei Frank Gosen, dass er sich bereit erklärt hat, da mitzumachen. Wir haben ja aufregende Wochen hier beim VfL hinter uns. Das soll eigentlich momentan nicht unser Thema sein. Wir wollen uns natürlich ein bisschen gerade über das Spiel Dienstag, was du nicht gesehen hast, glaube ich, Champions League, Schalke gegen Barcelona. Nee, ich habe clevererweise am Tag eines Viertelfinales in der Champions League einen Abend in meinem Fußballprogramm gehabt. Ist durchaus vertretbar und du hättest ja auch sowieso keine Möglichkeit gehabt, einfach mal live dabei zu sein. Vielleicht doch, aber der Auftritt stand früher fest und da hat da nur um einen anderen Verein ging, habe ich da nichts mehr in Bewegung gesetzt. Ich habe mir das Spiel am Dienstag in der Kneipe angeguckt und Frank Rijkaard, der Trainer, war natürlich ständig Gesprächsthema. Und zwar haben die Leute immer wieder gesagt, dass sie ihm das nicht vergessen damals mit Rudi und mit der Spucke. Und ist ein bisschen unfair, dass man eine Sache, die vor 18 Jahren war, immer noch so komplett... Oh Gott, wenn man sich so positiv in Erinnerung gebracht hat oder wenn man sich so positiv ins Spiel gebracht hat wie Frank Rijkaard damals, man weiß ja nicht, was Rudi Völler hinter mit ihm im Kabinengang gemacht hat, denn so von wegen, wie Christoph Biermann mal gesagt hat, nicest man in Football Business, das ist ja wohl auch nicht immer so der Fall. Also das wäre nochmal spannend rauszukriegen, was passiert ist, als die Kameras weg waren. Du kennst die Butterwerbung damals von Frank Rijkaard und Rudi Völler danach, beide im weißen Bademantel und auf Verbrüderung machen? Ich erinnere mich dunkel, aber leider nur sehr dunkel. Also so ganz richtig direkt nicht. Ein schönes Kapitel deutsch-niederländischer Freundschaft auf jeden Fall. Jetzt ist mir die Tage untergekommen, dass Lothar Matthäus, der Trainer, der gerade bei Rutemüller sich ja fortbildet, seiner Schülerin, wie es immer so schön heißt, die Brüste hat machen lassen. Jetzt habe ich mir vorgestellt, wenn ich das damals von meinem Mathelehrer gewusst hätte, dass er, sag ich mal, einer Mitschülerin in die Brüste hat gerade machen lassen, ist das nicht so ein bisschen autoritätsmäßig ein Problem vielleicht? Ich glaube nicht, dass Lothar Matthäus noch irgendwelche Autoritätsprobleme hat, weil um Probleme mit der Autorität zu bekommen, muss man erstmal eine haben. Also ich glaube, Lothar Matthäus wird irgendwann, wenn er dann immer noch keinen Job in der Bundesliga hat, sich selber die Brüste machen lassen, um da vielleicht größere Chancen zu haben. Ich traue dem prinzipiell alles zu und von der Autorität kann man da eben sowieso nicht reden. Ein netter Gedanke, ja. Die erste Bundesliga-Trainerin. Vielleicht schafft er es auf dem Wege, wir würden uns freuen natürlich. Jetzt wird hier in Bochum eifrig seit dem 1. April diskutiert, dass der Trainer beim HSV im Gespräch ist. Ich habe mir überlegt, bei Werder Bremen läuft es ja auch nicht so richtig rund. Wäre Thomas Schaaf unter Umständen ein guter Austausch? Warten wir für unseren Marcel Koller, der zum HSV geht? Ja, ich möchte natürlich hier keine Trainerdiskussion anfangen, aber prinzipiell, um mal jetzt ganz ernsthaft zu antworten, ist Thomas Schaaf ja schon eine Trainerfigur, die einem gefällt. Ne? Dieses furztrockene Norddeutsche, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich kann mir zurzeit überhaupt nicht vorstellen, und ich glaube Thomas Schaaf auch nicht, dass man den aus Bremen rausoperiert. Der hat ja da schon als Spieler gewirkt und ich weiß nicht, ob der jemals außer für Auswärtsspiele mal außerhalb von Bremen war. Und das könnte eventuell ein Problem werden. Aber wir sind ja auch der Scholle verhaftet. Ich selber verlasse Bochum ja auch nur unter anderem von Gewalt oder wenn ich Geld dafür kriege. Und von daher, das könnte passen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Eine Sache, die dich jetzt persönlich betrifft, mich natürlich wahnsinnig freut, deine Jungs spielen seit neuestem in dem Verein, wo ich auch das Fußballspiel nicht gelernt habe. Ich habe es damals eigentlich quasi bei denen wieder verlernt, aber ich wollte mal fragen, ob da die Ahnengalerie im Vereinsheim noch besteht und ob mein Bild dort auch noch als die Nummer 10 des Vereins immer noch hängt. Also von Bild kann man in dem Sinne nicht sprechen, weil es ein zu schwaches Wort wäre. Der Ben Redelings-Altar im Vereinsheim der DJK Arminia Bochum erstrahlt immer noch in einem blendenden Glanz. Also die Frauen, die sich da um die Organisation kümmern und so, kriegen noch glänzende Augen von nicht nur deiner Spielweise, sondern auch von dem, was du bereit warst, in der dritten Halbzeit zu geben. Das stimmt. Wir haben damals auch viel fürs Vereinswohl getan. Ich erinnere mich da noch dran und glorreiche Zeiten. Und meine Frau trägt heute übrigens noch meine letzte Vereinsjacke, die ich bei Weihnachtsfeier bekommen habe. Und warum? Weil er nicht mehr reinpasst, ne? Sollte man vielleicht mal dazu sagen. Gut, das war dann noch mit 14 Jahren noch eine ganz andere Zeit. Jetzt habe ich dummerweise gar nichts vorbereitet, aber ich habe mir überlegt, dass wir unter Umständen doch deine gerade aktuell auf den Markt gekommene Fußball-CD Echtes Leder hier mal in so einer Verlosung Fall bieten könnten, doch.
Ja, sicher, wäre super. Hätte ich da gewusst, hätte ich auch eine jetzt hier, die ich dann in die Kamera halten könnte. Ich blende das Cover dann nachträglich noch am Rechner sehr ein, schön. das ist ja überhaupt gar kein Thema. Nur sollte derjenige, der die CD gewinnen möchte, echtes Leder, sollte eine Frage dann doch beantworten. Und da halten wir uns so ein bisschen so an das Niveau der DSF-Kollegen. Und wir stellen die Frage, Frank Gosen ist Fan folgenden Vereins, A, des FC Schalke 04 oder B, des VfL Bochum, oder wie der Kollege des Dienstag machte, der fragte, wo Ballack mal mit welcher Mannschaft er in der Champions League im Finale stand. Der vertauschte A und B und sagte gleich als allererstes, war es Leverkusen oder, das wollen wir ja nicht glauben, Bayern. Und gut, Frank, du als VfLer wirst diese Frage sicherlich beantworten können. Ich kann es aber auch googeln. So, jetzt als letzte Sache, wir haben das Thema komplett ausgespart. Wir beide überlegen uns ja gerade noch, in welchen Fanclub wir jetzt eintreten sollen. Wir werden ja jetzt demnächst auch Vereinsmitglieder werden wollen, habe ich auch von dir gehört, weil wir einfach mal ein bisschen bei der Folklore-Veranstaltung, Jahreshauptversammlung, live dabei sein wollen. Und jetzt schließen wir bei Scudetto TV die Sache ja immer so ein bisschen mit einem Zitat. Und das Zitat der Woche meiner Meinung nach kann nur sein, Stefan Kunz, auf die Frage, wie die Chemie zwischen ihm und Werner Altegoer ist. Was hat Stefan Kunz gesagt, weißt du das? In Chemie war ich nie so gut. So sieht's aus. Ja, schade, dass dieser nette, sympathische Mann, der auch ein bisschen Humor hat, nicht mehr bei unserem Lieblingsverein dabei ist. Wir haben, glaube ich, alles gesagt. Es war ein unglaublich toller Versuch, denke ich mal, auch mal sowas hier zu machen, so eine Art von Stammtisch-Talk. Wir werden das bestimmt häufiger jetzt machen, demnächst auch mit Alkohol dabei und an Orten, die man... War ein super Stammtisch, ohne Alkohol, ohne Tisch und dann auch noch mittags um 12, also erste Sahne. Wir bedanken uns bei dem spontanen Mann rechts und sehen uns bald wieder. Glück auf. Bis die Tage.